Er und seine Kollegen spürten geheime Militärstützpunkte auf. Stützpunkte am anderen Ende der Welt. Alle bisherigen Beispiele, die man für Telepathie halten könnte, sind mehr oder weniger fragwürdig. Konzentrieren wir uns deshalb lieber weiterhin auf den Ex-Geheimdienstmitarbeiter, der weit entfernte Orte beschreiben kann. Laut Joe McMonagall ist ihm seine Begabung zum ersten Mal vor etwa 25 Jahren aufgefallen. Um den Kalten Krieg zu gewinnen, suchte der Geheimdienst zu dieser Zeit nach Wegen, Telepathie als Waffe einzusetzen. November 1979. Die Krise im Iran. Ein 444 Tage langer Albtraum für die amerikanische Regierung, die verzweifelt versuchte, die Geiseln lebend freizubekommen. Alles wird versucht. Von konventionellen Geheimdienstverfahren bis hin zum äußerst ungewöhnlichen Einsatz von Agenten mit telepathischen Fähigkeiten. Einen Kontinent entfernt vom Iran, in einer unauffälligen Baracke in Fort Meade, Maryland, befand sich der Sitz des von der US-Regierung geförderten Telepathieprojektes Stargate. Dort arbeiteten Menschen, die angeblich tausende von Meilen entfernte Ereignisse fühlen konnten. Die CIA beschrieb ihre Fähigkeiten als Fernwahrnehmung. Während der Geiselkrise arbeitete McMonagall ein Jahr lang als Fernwahrnehmer. Wir wurden hereingerufen und man legte uns hunderte von Fotografien vor. Anhand dieser sollten wir herausfinden, wer genau zu den Geiseln gehörte. Zunächst versuchten die Distanzseher, mehr Informationen über die Geiseln und ihre Situation zu bekommen. Wir haben uns auf alles konzentriert. Auf den Zustand der Geiseln, den Raum, in dem sie festgehalten wurden, ihren Gesundheitszustand, die Identität der Geiselnehmer und wie viele Waffen sie hatten. Laut McMonagall wurden die Beschreibungen des Teams später bestätigt. Das Fernwahrnehmungsteam bestand schon seit mehr als 20 Jahren. Die CIA rief diese Abteilung ins Leben, als sie von früheren telepathischen Experimenten hörte, die vom Quantenphysiker Hal Puthoff geleitet wurden. Plötzlich kamen diese CIA-Leute vorbei und sagten, sie haben wir gesucht. Und ich fragte, ach ja, und wieso? Sie sagten, dass sie dem Gerücht, die Russen würden schon jahrzehntelang viel Geld in telepathische Experimente investieren, nachgehen, und dass es ihnen nicht möglich ist, die Ergebnisse einzuschätzen. Sie seien auf der Suche nach einem Wissenschaftler, der das für sie übernehmen könnte. Ich bin Physiker, Quantenphysiker. Aber die Vorstellung, dass es einen Aspekt wissenschaftlicher Theorie bezüglich des Bewusstseins gibt, das noch in keinem Physiklexikon steht, war eine Herausforderung für mich als Mensch und als Physiker. Puthoff stellte ein Team zusammen und begann im Wissenschaftlichen Institut von Stanford Telepathie- und Fernwahrnehmungsexperimente für die CIA durchzuführen. Unsere Nachforschungen und Experimente fanden in einem Hochsicherheitsgebäude hier in der Nähe statt. Ehemalige Fernwahrnehmer oder auch Distanzseher berichten, dass sie sich auf das Gehirn eines sich am Zielort befindenden Menschen konzentrieren, dem sogenannten Signalfeuer. Es ist so, als ob sich eine Tür zwischen Ihnen und dem Bild befindet. Sie machen ein kleines Loch in die Tür und erhalten einen kleinen Ausschnitt. Sie machen noch ein Loch und erhalten wieder einen Ausschnitt. Jedes Loch ist wie ein unterschwelliger Wahrnehmungsblitz. Wenn man so weitermacht, hat man irgendwann genügend Löcher und man erhält einen ziemlich guten Gesamteindruck von diesem Bild. Wir wissen nicht genau, was den Informationsfluss im Zielobjekt auslöst. Es könnte sich um Telepathie oder nonverbale Kommunikation zwischen Distanzseher und Signalfeuer handeln.
Dafür wäre es allerdings erforderlich, dass sich am Zielort ein telepathisches Signalfeuer befindet. Aber innerhalb der Sowjetunion war der Einsatz von Agenten äußerst schwierig. Die Distanzseher lösten dieses Problem jedoch auf ungewöhnliche Weise. Sie verzichteten auf die Verwendung eines Signalfeuers und ersetzten es stattdessen einfach mit nichts. Sie konzentrierten sich nur auf die Koordinaten der Landkarte. Ein Quantensprung. Von der Telepathie zum Hellsehen. Trotzdem waren die Distanzseher sicher, Resultate zu erzielen. Der Sprung von einer Signalperson zu rein geografischen Koordinaten ist vom psychologischen Standpunkt aus gesehen nicht möglich. Aber unser Programm gründete sich nur auf gemachte Erfahrungen. Wenn wir also ein Resultat hatten, war es unwesentlich, ob wir es erklären konnten oder nicht. Sobald sich ein Ergebnis abzeichnete, folgten wir den Daten, egal wohin. Einige Seher wurden gebeten, sich auf eine sowjetische Einrichtung in Semipalatinsk in Kasachstan zu konzentrieren. Für Pjutov waren die Ergebnisse bemerkenswert. Bei diesem über eine Stunde langen Experiment wurde zuerst nur die Lage der Einrichtung beschrieben. Später dann beschrieben sie das auffälligste Merkmal dieses Ortes. Und das war ein immens hoher Kran, der über das Dach des Gebäudes rollte. Ein Rad dieses Laufkrans war doppelt so groß wie ein Mensch. Und tatsächlich, die Angaben waren korrekt. Alles sah genauso aus. Als das Semipalatinsk-Experiment allerdings veröffentlicht wurde, fing man an, die ungenauen Angaben der Distanzseher bezüglich der Umgebung zu kritisieren. Aber für McMonigal ist Telepathie eine Realität. Und zwar so sehr, dass er seine Begabung geschäftsmäßig anbietet. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem absolut schwarzen Raum. Sie können nicht einmal die Hand vor Augen sehen, so dunkel ist es. Plötzlich geht ein Blitzlicht an, es ist taghell und Sie sehen all die Sachen in diesem Raum. Aber dann ist es wieder dunkel. Und jemand fragt Sie schnell, sagen Sie mir, wo die Dinge gestanden haben. Können Sie das wissenschaftlich erklären? Nein, ich denke, das ist nicht möglich. Später erklärt McMonigal, dass er noch ein weiteres Ziel beschreiben musste. Der Nationale Sicherheitsrat wollte wissen, was in dem riesigen neuen Gebäude in Seborodwinsk, einer Hafenstadt am Weißen Meer, vor sich geht. Ich sollte beschreiben, was unter dem Dach dieses Gebäudes vor sich geht. Das Bild, das ich vor Augen hatte, war das von zwei langen Zylindern, die zusammengeschweißt wurden. Ich sah schräg liegende Raketenrohre und ein neuartiges Antriebssystem. Ich sah auch noch ein U-Boot in Standardgröße, das allerdings winzig wirkte im Vergleich zu dem, was gerade gebaut wurde. Ich berichtete von einem neuartigen, gigantischen U-Boot. Es war garantiert zweimal so groß wie ein normales. McMonigal war sich sicher, dass es sich dabei um eine U-Boot-Fabrik handelte. Und das, obwohl es eine halbe Meile vom Meer entfernt lag und keinen Meereszugang besaß. Einige Monate später wurde seine Aussage bestätigt. 2,5 Monate später wurde ein Wasserweg zum Meer gegraben und das größte U-Boot der Welt wurde zu Wasser gelassen. Es war das erste aus der Taifun-Klasse. Man nennt es Biberschwanz, weil es im Heck so breit und riesig ist. Man hat mir sogar den höchsten Verdienstorden verliehen, den ein Armeeangehöriger in Friedenszeiten erhalten kann. Vornehmlich für meine Erfolge als Distanzseher oder auch Fernwahrnehmer. Und so sieht dieser Orden aus. Trotz aller Hochachtung für McMonigal stehen viele der Fernwahrnehmung immer noch skeptisch gegenüber. 1995 gab die CIA eine Analyse über das Geheimprojekt in Auftrag.
Einer der Autoren kritisierte die Unterrichtsmethodik, die bei den Experimenten erreicht wurde. Seiner Meinung nach lassen die beobachteten Ergebnisse nicht den Schluss zu, dass sie das Resultat von Fernwahrnehmung sind. Trotz aller Berichte war nicht zu beweisen, dass Fernwahrnehmung effektiv zu militärischen Aufklärungszwecken beitragen kann. Nach über 20 Jahren wurde das Projekt daraufhin offiziell eingestellt. Doch auch nach der Schließung von Stargate gehen Wissenschaftler weiterhin der Frage nach, ob Telepathie tatsächlich möglich ist. Einige glauben, sie wüssten inzwischen, welcher Teil des Gehirns bei einem Telepathie-Experiment stimuliert wird. Ein Rätsel gibt es noch zu entschlüsseln, und zwar das Nervenzentrum des menschlichen Gehirns. Das durchschnittliche menschliche Gehirn besitzt etwa 100 Milliarden Neuronen. Es ist in der Lage, Erinnerungen von Orten, Menschen, Ereignissen und die Gedanken eines ganzen Lebens zu speichern. Aber kann es Gedanken telepathisch übermitteln? Falls Telepathie wirklich möglich ist, was kann uns das Gehirn darüber verraten? Die Bastyr University in der Nähe von Seattle, Washington, widmet sich der Erforschung der Naturheilkunde und der alternativen Medizin. Forscher versuchen zu messen, was im Gehirn eines Menschen vorgeht, der versucht, telepathisch zu kommunizieren. In diesem Fall versuchen es Mutter und Tochter. Das Experiment startet damit, dass jede von ihnen in einem eigenen abgeschlossenen Raum Platz nimmt. Beide werden zur elektromagnetischen Erfassung der Gehirnströme an ein EEG-Messgerät angeschlossen. Jorga, der Sender, versucht telepathisch, Signale an ihre im Nebenraum sitzende Tochter Ingrid, den Empfänger, zu übermitteln. Um die Gehirnsignale schneller in die Elektroden zu leiten, wird ein Gel auf ihre Kopfhaut aufgetragen. Vor Beginn des Experiments entspannen sich die beiden durch Meditation. Die Forscher glauben, dass das Gehirn so einen Alpha-Zustand erreicht. Es ist entspannt und aufnahmefähig. Dann wird das Gehirn der Mutter, der Senderin, mit einem einfachen visuellen Muster stimuliert. In diesem Fall ein sich schnell änderndes Schachbrettmuster. Dieser winzige Leuchtfleck auf der unteren Linie der EEG-Spur zeigt den Zeitpunkt der Musteränderung an. 100 Millisekunden später wird bei der Tochter im Nebenraum eine Gehirnaktivität sichtbar. Könnte das eine Reaktion auf das sich ändernde Schachbrettmuster von nebenan sein? Hat die visuelle Stimulation des Gehirns der Mutter wirklich eine Reaktion in den Gehirnwellen der Tochter hervorgerufen? Sind diese beiden Ereignisse Zufall oder hängen sie zusammen? Die statistische Analyse zahlreicher Tests deutet darauf hin, dass für einige Menschen der Effekt mehr ist als purer Zufall. Die Forscher räumen die Möglichkeit ein, dass die Gehirne einiger Empfänger auf unerklärliche Weise auf den Verstand eines von ihnen getrennten Menschen reagieren. Forschungsmitarbeiter Professor Clark Johnson stand den Ergebnissen am Anfang skeptisch gegenüber. Ich war der größte Skeptiker der Gruppe. Bei jedem Ergebnis sagte ich, es könnte richtig sein. Aber wir prüfen es besser nochmal nach. Inzwischen gehen mir die Gründe aus, warum es nicht stimmen könnte. Es gibt einfach keine. Das Experiment wird wiederholt. Jedoch befindet sich die Empfängerin jetzt in einem Kernspintomographen. Wird sie dieses Mal wieder kurz nach der Änderung des Musters reagieren? Der Kernspintomograph zeigt an, dass in diesem Teil des Gehirns, dort wo die visuellen Eindrücke registriert werden, eine Stimulation vorliegt. Es könnte Zufall sein, aber auch ein Zeichen von Telepathie. Reagiert dieser Teil des Gehirns vielleicht auf telepathische Signale? Hier in San Francisco treffen sich endlich die beiden Probanden.